Zack, zack, zack. Oh, da ist sie wieder. Ja. Oliver, die Schönheit. Ja. Wundervoll. Kaltherzig als fuck, natürlich. Oh boy. Ja, der Ästhet, der Wundervolle, der Wunderschöne. Die Tales of Reihe macht Final FF in Japan. Oh, krass. Hätte nicht gedacht, dass Final Fantasy überhaupt einen Konkurrenten hat und so. Aber ja, gut zu wissen. Der Bild ist nicht Pübel. Ja, ich gucke ihn mir mal direkt an die Werte. Okay, er ist nicht schnell, aber es wäre auch echt komisch gewesen, wenn er plötzlich schnell gewesen wäre. Also es passt auf jeden Fall sehr, sehr schön zum Optischen. Wobei, nur weil man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, muss man ja auch nicht unbedingt langsam sein. Es gibt auch sehr schnelle, sie sind aber dann eventuell eher außer Puste. So, okay. Schon mal nichts auf ihn draufgepackt, wo ich einen halben Herzinfarkt kriege, wie ein Nah-Konter oder ein Distant-Konter. Verteidigung ist auch gar nicht mal so hoch, aber hast du da vielleicht irgendwas, was das runterzieht? Nee, das scheint alles im Rahmen zu sein. Nach Dragon Quest, das ist an der Spitze. Ja, Dragon Quest geht ja richtig ab in Japan. Die ganze Zeit, wo ich mich dann zwischenzeitlich gewundert habe, so, hä, es wird so groß angehypt, weil Akira Toriyama war ich sowieso länger Fan von und habe dann so alles mir angeguckt, was er so hat und dann gesehen, eine Spielreihe, wo er das Art-Design zuliefert, aber die Spiele gab es hier halt einfach nicht und das war schon irgendwie so ein bisschen komisch. So, was sagt denn die Bla-Bla-Reule? Bla-Bla... Französisch ausgesprochen? Das A verleitet mich immer dazu, aber beim Rest weiß ich dann auch nicht so genau. Und Resistenzwert ist natürlich mit 37 auch gar nicht so schlecht. KP und Angriff über 40 kann man auf jeden Fall mit arbeiten. So, Angriff, Geschwindigkeit, Verteidigung, Resistenz der Einheit werden im Kampf um Anzahl der Benachbarten. Oh! Okay, also jetzt sehe ich auch, warum das ein richtig guter Bild ist. Ist das Tome von ihm oder ist das, was, Französisch? Nein, ich weiß nicht. Ich habe nur geraten, aber ich sehe die Akzente immer nur bei französischen Sachen. Aber ja, wenn seine Werte... Schmerzhaft, schmerzhaft, ihn als Gegner zu haben. Ja, und ihn würde ich, glaube ich, auch nicht vorne haben wollen und tanken. Deswegen einfangen und schön mitziehen. Erhöht zugefügten Schaden. Genau. Pferdverteidigung. Greift dein Gegner die Einheit mit Bogen, durch Magie oder Stab an. Erhält sie im Kampf. Okay, das ist schon mal ein guter Ausgleich. Ich muss schon wieder husten. Und weiter geht's. Also die zur Fähigkeit ist eigentlich richtig nice. Achso, die Musik ist jetzt so ruhig. Ich mag ruhige Musik, aber manche Kampfthemen kommen nicht aus ihm raus. Aber im Kampf will ich auch möglichst gerne mal so Power haben und in Stimmung kommen. Und das ist ja dann meistens nicht gegeben, wenn der Song eher ruhig ist. Das nimmt mich auch so ein bisschen raus, wenn ich Filme gucke oder Anime, wenn das halt dann nicht so funktioniert mit der Musik. Ah, der hat das sogar zweimal. Das sehe ich gerade auf dem Siegel. Hahaha. Und es stackt dann auch noch. Na, viel Spaß. Flinke Riposte ist ja bekannt. Und wieder geht jemand online. Gott, heute kommen die ganze Zeit zu Anzeigen, so, der ist online, der ist online, der ist online. Voll nice. Alle Gegner in vertikaler, horizontaler Richtung mit mindestens einer Resistenz weniger, genau, okay. Wundervoll. Also, ist ja eigentlich, also nicht unbedingt Allrounder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der echt so einiges an Schaden
abdrücken kann und zur Not nochmal andere Helden rettet. Also tatsächlich nicht mal mehr nur so memehaft, sondern richtig gut. Ich glaube, dann überlege ich auch, ob ich mir den mal mache, weil wieso da Nein sagen, ne? So fertig. Ach ja, Emils Oliver. So. Hatte da gerade noch eine Erklärung zu. Bla ist nordisch, also eine Mischung aus Latein, Französisch, Nordisch, wo Bla vorkommt, teils auch Irisch. Okay. Die französischen Elemente sind auf jeden Fall mit dem Akzent drauf, aber ich fand auch so von, also wenn man sich jetzt anguckt, wie es ausgesprochen werden oder wie es klingt, dass es dann eher in eine andere Richtung geht. Sehr nice, Emil, danke, dass ich ihn mir angucken konnte. Ich werde mir dein Bild, wenn der nicht zu teuer ist, ist der Bild teuer, dann auch stibitzen. Muss ich euch auch vorwarnen, wenn ich bei euch sehe, dass ihr voll coole Einheiten gebaut habt, dann mache ich das eventuell nach. Aber da ich zurzeit sowieso erstmal keine Bild-Videos mehr mache, ist das, glaube ich, nicht schlimm. Lyrix, die Anfrage ist nicht angekommen, also nehme ich mal an, du bist auf dem anderen Account von mir gerade, hast da angefragt. Das heißt, Sora, wir brauchen nochmal die ID, diesmal für YouTube. Goku, where did you get that muffin? Muffin button. Willst du Felicia vielleicht dir noch ansehen? Ja, gerne. Stimmt, das hattest du ja angeboten. Hast du sie schon eingestellt? Ich gucke mal kurz. Ja! Stimmt, da habe ich ja vorhin noch mal drüber gescrollt. Oh, auch schon refined. Nice. Oh, ja. Flauschis. Apropos, wenn es um Flauschen geht, Nemoneko noch mal drucken. Ich habe vergessen, daran zu denken, vielleicht auch noch Kekse mit in den Stream zu nehmen. Und ich muss gleich schon mal ein bisschen naschen. Ich habe nämlich Curly Fries. Sehr, sehr lecker. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit nichts gegessen. Seit dem Frühstück. Nee, ich hatte noch eine Banane. Feli zerstört Fernkonter mit Windfeger. Krass. Okay, wertetechnisch. Sie darf auf jeden Fall auch nicht irgendwo in die Schusslinie geraten. Aber ansonsten geht das ja alles richtig fit. Der raucht durch. Was haben wir denn hier so Schönes? Verursacht nach Angriff bei Ziel und allen Gegnern innerhalb von 2 Feldern des Ziels bei ihren folgenden Aktionen. Wundervoll, ja. Das fängt ja schon mal gut an, dazu mit Drehung. Und Glacius kennen wir auch mittlerweile. Und oh mein Gott. 80% und dann Resistenz über 40. Aua. Das könnte wehtun. Windfeger ist also nichts gegen mir. So geaddet, nice. So, Resistenz plus 3. Nochmal richtig schön hochboosten. Okay, Windfeger, was macht er denn? Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade mein Taschentuch verloren. Oh Mann, ey. Wenn ihr wüsstet, wie es neben mir schon aussieht. Und die erste Packung ist leer. Kann auch an die Seite. Nee, das ist der zweite. Der zweite ist auch schon. Die habe ich nur vorhin nicht dabei gehabt, weil sie nur halb voll war. So. Leitet Einheit Angriff ein, kann sie nicht
erneut angreifen. Aber dafür gibt es schön Malus für Geschwindigkeit. Und der Gegner kann eventuell nicht kontern. Wundervoll. Wundervoll. Und wieder wilder Hieb. Boy. Oh, ist das schön. Oh Mist, ich habe vergessen, bei Emil noch zu gucken. Bei den Fähigkeiten, die er sonst noch hier so hat. Dann scrollen wir mal. Von wem ist denn der Rauchdolch? Geharscher Befehl. Resistenz hoch. Der wundervolle Windfeger. Oh, ein Wasserfeger dazu auch. Also quasi einsetzen, je nachdem, wie es gebraucht wird. Heilung, sehr, sehr nice. Ah. Sehr toller Bild. Und auch schön, sie dann mal auf dem Schlachtfeld irgendwo zu sehen. Milaiki, sehr, 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 sehr. Okay. Eigentlich müsste ja die Anfrage gleich raus sein. Perfekt, Lyrix. Oh, Marisa, cool. Ich muss noch mal eine Curly Fry nehmen, es tut mir leid. Ich esse gleich in der nächsten Pause und dann kommt der Spielwechsel. Ich habe jetzt schon so viel Hunger. Ich hoffe, man hört das kaum nicht. Ansonsten tut mir leid. Und nach Lyrix, Marisa, mache ich dann wieder eine kurze Pause, um halt zu essen. Da ich bin irgendwie nicht so. Ich finde das ein bisschen komisch. Vielleicht komme ich später irgendwann. Oh nein! Oh Gott, nein! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass sie das jetzt so gehört hat. Mache ich beim nächsten Mal direkt aus, den Ton. Das wollte ich nicht. Aber finde ich ja. Hä, aber dann. Das geht ja dann gar nicht so. Und wie heißen die Dinge, diese. Pro so, wenn Streamer ist. Kein Plan, aber. Wenn man das voll so hört. ASMR bei Kyoko. Jupp. Was? Oh. Es ist mir jetzt so. Ich finde das so komisch, irgendwie so ganz komische Sachen zu machen. Ich könnte an meinen Kuscheltieren kratzen. Oder die über das Mikro schaben. Damit die Flusen mit dem Mikrofon ein wundervolles Geräusch machen und dazu die ganze Zeit irgendetwas Komisches erzählen. Keine Ahnung, was erzählen denn ASMR-Leute? Social Eating, genau das war's. Das war's. Jetzt nur noch Food Wars Food. Nee, dann gehe ich richtig ein. Viel zu viel Hunger. Okay, plus 1 sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Mag ich. Und die KP 61. What? Das ist nicht wenig. Dazu Angriff 44. Sehr schnell ist sie auf jeden Fall. Da bereue ich nichts, dass ich sie vielleicht gerade ein bisschen hochziehe. Oh, Chrome wird leider gerade nicht angezeigt. Schade, aber ja, kann ich mir echt vorstellen, dass sie gut abgeht. Ich habe nie den Hype um ASMR verstanden. Mir wird viel zu schnell langweilig dabei. F-Zuschauer, we gotta pump these numbers. These are rookie numbers. Ganz ruhig, ganz langsam. Ich bin doch noch Mini-Streamer. Da muss noch nicht so abgehen. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen zufriedener, wenn noch nicht so viele Leute zugucken, weil da kann ich noch besser auf alle eingehen, wenn es möglich. Erzählen? Du machst Geräusche, die eine Art Orgasmus auslösen oder anders. Du schmilzt bei allen
liegen Sachen, weil du speziell stimuliert wirst durch Geräusche, was unter anderem beim Einschlafen hilft. Ah. Es ist der autonome Sensory-Meridian-Response, beziehungsweise Rückmeldung. Verstehe. It's over, nein! Schön. Okay, tut mir leid, Lyrix. Wir machen hier weiter. So, ich stream gerade. Perfekt. Ja, wenn ich nicht online wäre, dann würde ich ihn auch jetzt hosten. Immer wenn er da ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge ist, wo er da bei mir steht. Okay, Verlegung. Sehr, sehr gut. Aber Wodao muss ich mir nochmal Refined angucken. Gewährt plus 10 Schaden, wenn Spezialangriff ausgelöst wird. Und dazu nochmal plus 5 Kaffee. Kaffee? Ja. KP. Kein Wunder, dass die KP so hoch sind. Und Geschwindigkeit plus 3. Mondbogen, genau. KP und Verteidigung plus 2. Nee, KP plus 4. Meine Güte, ey. Meine Güte. Das schon echt nicht übel. Dazu nochmal flinke Riposte. Weil wieso nicht? Den Gegner gleich noch eine runterhauen. Und wenn man sowieso so viele KP hat, dann kann man dem noch länger eine runterhauen, wenn er einen angreift. Wundervolle Kombi. Finde ich schon echt cool. Und dazu noch Infanterie Plus. Und der Track ist ein bisschen nervig, aber okay, der geht nur 22 Sekunden. Und ich muss aufpassen, was ich ausmache, nicht, dass mir wieder der Stream abstürzt, wie vorhin. So, Infanterie plus. Erholungszeit zu Beginn des ersten Zuges. Minus 1 für alle Infanterieeinheiten mit mindestens 1 KP weniger als die Einheit. Naja, unter 60 zu sein ist jetzt halt nicht schwer. Oh, das Wodao war bei ihr mit drin. Budgetmäßig ist Wodao okay. An sich ist das Wodao. Ja, aber wenn man es sowieso gleich dabei hat, dann ist das ja eigentlich immer voll chillig. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Und KP Plus nochmal obendrauf, weil wie gesagt, wir haben noch nicht genug KP. Wir brauchen noch KP. Ach, wundervoll, wenn ich sehe, wie die Werte alle hochgehen. Verlegung dazu, das ist auch nicht. Ah, okay. Aber Nachthimmel und Schimmer sind nochmal dabei. B ist ansonsten nichts. Und ansonsten. Oh, Wodao stackt, by the way, mit Sonne und Ingram und Wrath. Hi, Kyoko, hier bin ich wieder. Schön, dass du da bist. Ich gehe aber gleich wieder in die Pause. Wie gesagt, ich muss ja was essen. Aber ja. Und danach. So, erstmal annehmen. Dann nochmal einen letzten Blick auf sie werfen. Und danach kommt der erste Spielwechsel. Raziel möchte nochmal schnell mit mir den Dirklops-Wechsel legen. Und danach wollen wir dann mal mit Undertale anfangen. Acker 20 Schaden umsonst gratis, wenn sie jetzt anrufen, gibt es den Aiotier gratis dazu und für ihre Bankdaten noch einen Fernkonter sowie extra für sie ein Powercreep. Klingt das nicht verlockend? Mein Werbetexter Meko hat diesen wundervollen Text zusammengestellt. Sieht man ja zum Glück auch im Stream. Aber es ist trotzdem so schön, immer so eine Werbesachen vorzulesen. Die sind immer nämlich so dynamisch. Ich will nur einmal meine Möhre sehen. Okay, ganz, 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 ganz kurz. Weil sie so mies ist. Ich höre Undertale. Ja, aber noch nicht sofort. Möchte erstmal noch, wie gesagt, weil die ganze Woche hat das ja nicht geklappt mit Raziel. Dass wir endlich dieses Wintervieh hoffentlich platt kriegen. Oder wieder sterben. Je nachdem, was dann passiert. Und hier für alle nochmal ein Blick auf Soras Mö. Meine Mö, wieso klickt?
Was? Oh nein! Die Bilder! Es ist sowieso schon zu spät. Wo ist mein Baby? Darum war es so großer Drache. Help! 2 Minuten und was? Nein! Nein! Stresst mich doch nicht so. Macht mich nicht so fertig. I can't deal with. Mir gab es schon heiße Gemüsesuppe. Sehr passend bei diesem Wetter. Und dazu habe ich auch meinen Kaffee bekommen. Gott, mit Kaffee würde ich jetzt, glaube ich, einfach nur rumfliegen. Das wäre auf jeden Fall too much. So. Okay. Es geht nochmal in eine Pause. Wie lange brauche ich wohl zum Essen? Ich versuche in 15 Minuten fertig zu sein. Und danach don't starve together.